Welcome back zu einer weiteren Episode Reverse Dieting mit Arne, Team Fitness Elevator. Ich habe Döner gemacht und habe den leider ein bisschen vollgepackt. Das heißt, ich kriege den wahrscheinlich gar nicht zu, weil ich auch mein Appetit ist einfach so groß, dass ich jetzt immer ein bisschen übertreiben muss. Aber ich zeige es euch mal. Das heißt, den Dönerteig habe ich selber gemacht. Und das Dönerfleisch habt ihr in der letzten Episode gesehen. Das habe ich fertig gekauft. Da ist jetzt noch ein bisschen Rohschinken drauf, also ganz mager. Zwiebeln, Tomaten, Kräuterquark als Unterlage. Potatoes natürlich. Sweet Potatoes und meine Süßkartoffeltaler. Ja, und ihr seht schon, der ist pickepacke voll. Und wenn ich den zumachen will, wird er, glaube ich, overflown. Ja, mal gucken, wie ich das gleich mache. Dazu gibt es, was gibt es hier gerade? Den Online-Coach. Bisschen YouTube checken. Und dann haben wir ein weiteres Reverse Dieting Meal im Bauch. Moin Moin und zurück zu einer weiteren Folge des Reverse Dietings meinerseits. Ich bin jetzt wieder ein bisschen schwerer, komme gerade aus dem Brusttraining. Das filme ich nächstes Mal, weil ich das extrem umgestellt habe und es extrem gut ist. Aber ich war gerade einkaufen und beim Reverse Dieting geht es ja ums Essen und um die Kalorien hochfahren. Und ich zeige euch kurz, was ich habe. Ich war nur kurz bei Lidl. Mein Brokkoli habe ich jetzt lange nicht gegessen, habe ich mal wieder Bock drauf. Die tiefgefrorenen Erdbeeren, immer schwer zu kriegen. Alle kaufen die anscheinend für mein Eis. Magerquark, Standard, kennt jeder. Schupfnudeln sind auch langsam wieder drin. Mehr für den Auflauf, liebe Schupfnudeln. Die Bananas zusammen mit den Erdbeeren fürs Eis. Und jetzt kommt's. Käsekuchen. So, und jetzt kommt's. Die Macros für diesen Käsekuchen sind auf 100 Gramm. Hat er gerade mal 6,2 Gramm Fett, 30 Gramm Carbs und 7,2 Gramm Eiweiß. Also sonst hat ein Käsekuchen, nagelt nicht drauf fest, zwischen 12 und 30 Gramm Fett, je nachdem wie viel Sahne die da reingepumpt haben. Und ist halt mit Magerquark gemacht, deswegen sehe ich hier gerade Magerquark, Sauerrahm auch nur 3%. Deswegen Macros, wie gesagt, 6,2 auf 100 Gramm nur. Ob das Ganze schmeckt, bleibt abzuwarten, weil Fett ist ja, wie der Tapir immer erwähnt, Geschmacksträger. Aber ich glaube, wenn die nur annähernd gut schmeckt, dann ist das richtig geil. Und dann habe ich mal wieder nicht bei MyProtein bestellt, sondern bei Fitmart. Aus dem Grunde heraus, dass ich finde, dass die BCAAs bei MyProtein einfach bäh sind. Durch die Reihe durch, die schmecken alle nicht. Und Fitmart hat ja jetzt eine neue BCAA-Geschmacksrichtung rausgebracht. Und da ich ja so ein Kind der 90er bin, und da gab es ja immer, wer es noch kennt, River Cola, Juli, kennst du River Cola von Aldi? Ja, klar. Hast du River Cola geliebt? Naja. Okay, für mich ist das eine Kindheitserinnerung. Und ganz viele haben bei Instagram geschrieben, dass diese BCAAs im Cola-Geschmack sie an diese River Cola erinnern. Da musste ich das natürlich sofort ausprobieren. Und ich werde euch natürlich nachreichen, ob das auch so ist. Aber besser schmecken als die von MyProtein werden sie garantiert. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil die kann ich wirklich nicht empfehlen. Und dann habe ich noch ein bisschen Whey gekauft. Einmal für Julia. Ganz normal Designer Whey, kennt ihr alle. Geschmacksrichtung für Julia war. Was haben wir denn für dich bestellt? Schokolade oder nicht? Schokolade, ne? Wo steht denn das drauf? Okay, das für meine Mutter. Pina Colada. Ah. Ja, meine Mutter macht jetzt auch Krafttraining und schafft halt überhaupt keinen. Ist überhaupt nicht Protein über der Nahrung aufzunehmen. Habe ich gesagt, dann bestelle ich dir ein Proteinpulver und sage, was für eine Geschmacksrichtung. Sag, guck auf die Seite, was sucht sie sich raus? Pina Colada. Und da habe ich gesagt, also ich bin ja wirklich, ich mag es ja süß und riskiere auch mal was bei Geschmacksrichtung, aber selbst das hätte ich nicht gemacht. Aber sie wollte es so, ja. Jetzt muss sie es
vertilgen. Und für Julia haben wir ganz klassischerweise Schokolade, aber Double Chocolate. Mal gucken, wie das so schmeckt. Und ja, CCAs sind hier. Habe ich gleich zweimal bestellt. In der Hoffnung, dass das richtig unglaublich lecker ist. Ist das Cola? Ja, Cola. So sieht das Ganze aus. Auch da wird noch der Geschmackstest folgen. Jetzt wird erstmal Essen gemacht, damit die Ubi-Gains gesaved werden. So, ich habe jetzt den Auflauf gemacht. Eben habt ihr den Einkauf gesehen und ich bin ja ganz heiß auf den Käsekuchen. Deswegen gibt es jetzt ordentlich Micros. Da drin ist noch Zucchini, Schupfnudeln, Chili con Carne, was Julia schon wieder vorbereitet hat. Das sieht man da unten so ein bisschen Käse drüber, da sind natürlich auch Kidneybohnen drin, also eine Micro-Bombe, damit ich später ordentlich Macros tanken kann. Ja, sehe hier gerade so, ne? Brokkoli ist ein bisschen zu stark angekokelt, aber so mag ich das. Gesund ist das aber nicht. Ne? So, und dann gibt es noch ein bisschen Netflix dazu und dann sehen wir uns zum Käsekuchen essen wieder. So, ihr habt den Käsekuchen vorhin gesehen, den ich eingekauft habe. Es läuft gerade der Apple-Event und ich bin ja so ein Apple-Nerd und stehe auf alle Apple-Produkte. Und jetzt habe ich mir den Käsekuchen gerade mal zubereitet. Muss jetzt schnell rüber, damit ich sehen kann, was bei Apple abgeht. Nein, ich zeige euch erstmal, was es zu essen gibt und dann gehe ich rüber. Zu dem Thema No Carbs After Dark. Ja. Ihr seht, es ist schon ziemlich dunkel und bei mir gibt es fast nur noch Carbs und ein paar Proteins. Bisschen Fett, ist ja alles relativ low fat. Ihr habt ja gesehen, ich habe meine Micros heute Mittag richtig gut gehittet. Und jetzt gibt es halt dafür die Belohnung. Das ist halt der Sinn und Zweck vom Flexible Dieting oder If It Fits Your Macros. Und jetzt zeige ich euch, was es gibt. Richtig Bock. Und zwar Cheesecake aus dem Licht. Der sieht schon mal richtig geil aus. Dazu einen Brownie, der Belsender Brownie, der Tassen Brownie. Mit Tiramisu Whey, richtig geil, von MyProtein, gestern getestet. Ein paar Micros gibt es trotzdem noch, die Blueberries, um die Macros zu finishen. Und noch ordentlich Äpfel mit Zimt. Also ordentlich Fruchtzucker, Zucker, Fette, aber alles gut. Macros werden gehittet, heute 275 Carbs, 165 Protein und 48 Fats. That's it for today. Vielleicht sehen wir uns morgen wieder, vielleicht mache ich einen neuen Vlog draus. Auf jeden Fall seht ihr mich, wenn ich wieder am Essen bin. Ja, neues iPhone, vielleicht. Ich habe noch nie die S-Variante geholt. Diesmal vielleicht, mal gucken. So, das wird jetzt erstmal reingehauen und ihr haut auch rein.